Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2! Und ohne Witz, mir sind gerade so viele Sachen aufgefallen, naja, so viele, zwei Stück. Und zwar erstens, wenn man auf die Musik achtet und da gerade so ein Toad baut, dann hört man, die Klopfgeräusche von dem Toad, die sind in die Musik mit eingebaut. Finde ich mega cool, ist mir davor nicht aufgefallen. Und man kann einfach mit dem rechten Stick rauszoomen und sich alles angucken. Wie gut ist das? Und dann ist man plötzlich von hier draußen und kann alles sehen. Wusste ich so auch noch nicht. Aber gut, wir bauen hier auf jeden Fall, wie ihr gerade seht, das Bild fertig. Und ich denke einfach mal, dass wir nach den 5 Aufträgen, die wir dafür brauchen, auch bei 100% bei dem Schloss sind. Das heißt, wir werden heute mindestens 5 Aufträge machen, wenn nicht sogar noch mehr. Und der erste ist anscheinend die große Käferattraktion. 3 Sterne. Sammle mindestens 80 Münzen und erreiche das Ziel. Klärchen. Plan für heute ist auf jeden Fall fertig werden. So, da oben ist eine Tür. Kein Plan, wann man da reinkommt. Ich glaube, das ist einfach nur Reset, dass man dann irgendwann nach hinten kommt. Okay, man kann auf den Dingern... Oh! Ja! Oh, tschüss. Tschüss. Fuck, ich glaube, ich brauche die. Und dann muss man... Nein, dann muss man die immer nach oben werfen, um was zu bekommen. Okay, ich vermute dann einfach mal, man... Oh, die 10er-Münze, die ist wichtig. Ja, wir haben sie bekommen. Nein, ihr könnt doch nicht meinen... Die machen hier mein Teil kaputt. Ich fasse es nicht. Dafür... Nein, come on, ich brauche die alle. Was ist denn das jetzt? Das ist ja mega cool. So ein bisschen chinesisch-asiatisch. Und so. Okay, wenn wir die 50er-Münze... Oh nein. Ist das ein Troll? Wenn man den Powerblock trifft, gehen dann die Shells unter einem kaputt? Glaubt die 50er-Münze ist ein Troll. Kann ich mir zwar nicht so richtig vorstellen von Nintendo, aber bestimmt ist das so. Okay, also man kann das Ding hochschmeißen und... Hä? Wie uncool ist das denn? Aber dann will ich doch den ersten Doodle ja gar nicht haben. Der nervt doch dann nur. Weil damit packe ich ja anscheinend die ganzen Shells weg. Ich kann einen nehmen oder hochschmeißen. So, und jetzt... Den will ich nämlich behalten. So, nein, die machen die kaputt. Okay, dafür LOL! Dafür brauche ich die Shell. Dass ich die anderen Shells, die von oben runterkommen, nämlich abwehre. Hä? Damit die mein Gefährt hier nicht kaputt machen. Hallo! Ja, jetzt geht's hier aber los. Okay, also wir nehmen die, werfen sie hoch, nehmen den... Na, egal. So, die müssen wir abwehren. Und zwar richtig zur Seite abwehren. Weil die sind anscheinend sehr, sehr böse. Wenn die einmal... Ja, shit. Okay, wir brauchen 9. Ich brauche bitte 9 Helm, sonst tun die mir doch hier alle weh. Oder so. Guck, der hat jetzt mein Gefährt hier wieder kleiner gemacht, der Arsch. Lol, ja, und wenn sie mich treffen, sind bin ich auch tot. Hä, das wird ja immer einfacher, umso öfters man stirbt, Leute. Nee, doch nicht. Hä, hier behält man die Münzen plötzlich nicht. In jedem anderen Level hat man... Doch, guck, ich hab jetzt wieder 41 Münzen, Leute. Ach, aber die zählen nicht? Nee, die zählen nicht. Ich habe zwar die 41 Münzen. Ja, mach halt mein Gefährt kaputt, ist vollkommen okay. Ihr seht die ja oben links. Ich habe die Münzen. Aber die zählen ganz offensichtlich nicht für die Bedingung. Ein bisschen strange, aber okay. So, die 10 Münzen nehmen wir auch mit. Die müssen wir alle abwehren. Bau, bau, bau! Kannst mich mal. Eigentlich muss man die ganze Zeit nur stehen bleiben. Ja. Oh ja, wir haben die 80. Jetzt muss eigentlich nur das Ziel kommen. Nö, da werfe ich diesmal nicht gegen. Das ist hier Troll. Wenn man nämlich einen Powerblock trifft, dann stirbt man einfach. Nein. Lässt du wohl mein Gefährt in Ruhe? Wie komme ich an die 30 Münzen da unten? Hallo? Hä, wie komme ich denn da hin? Egal. Nicht dein Ernst. Wenn ich das Ding mitgenommen... Oh, warte, das geht doch bestimmt trotzdem. Come on. Nach oben. Drück den. Drück den jetzt. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht geht? Ja! Wofür war das jetzt? Okay, gar kein Plan. Ach, jetzt. Hä, hätte ich jetzt vielleicht rausgehen können? Nee, auch nicht, ne? Die Röhre war doch ein bisschen weiter oben, meines Wissens. Hä, was hat das denn jetzt gebracht? Wofür war denn der P-Switch? Ich glaube, ich hätte noch an die 30er-Münze so irgendwie rankommen können mit dem P-Switch, aber kein Plan, wie. Und jetzt gehen auch endlich wieder die Prozente hoch. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, kaum Prozente gemacht, weil die ganzen Toads weg waren und wir keinen Auftrag hatten. Sammle alle Münzen und erreiche das Ziel. Oh, das ist immer ultra assig, alle Münzen zu sammeln. So langsam fühle ich mich aber auch bereit für die Online-Level, muss ich sagen. Okay. Und freue mich auch mega drauf. Aber ich...
Diese Story hat mir, glaube ich, sehr geholfen, einige Sachen zu verstehen und zu erlernen und kennenzulernen, vor allem auch für so Sachen, die man selber bauen möchte. Halt in einfach. Ich glaube, in den Online-Level ist das halt wirklich schon sehr viel assiger als hier im Story-Modus. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz nett, wenn man einfach in der Story so ein bisschen ausprobieren kann und nicht sofort immer stirbt. Und einfach unendlich Leben hat und so. Wohl, stimmt gar nicht. Unendlich Leben hat man halt eigentlich im Online-Modus. Und nicht hier. Aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Hier ist das dann halt alles einfach in Einfach-Modus zu lernen. Und online, da müsste man dann gleich voll der krasse Dude sein, um das alles zu raffen und bla bla bla. Und dann ist man vielleicht demoralisiert. Und das will ja keiner. Und so die Story fand ich bisher auch ganz nett. Wie fandet ihr die Leute? Also rein von den Aufrufzahlen habe ich gesehen, ja, juckt halt nicht die Leute. Kann ich aber auch verstehen, weil das einfach 8 Milliarden YouTuber im Moment halt spielen oder gespielt haben. Und auch einige sehr viel früher als ich fertig waren. Ich habe ja auch später angefangen als die meisten anderen YouTuber zum Beispiel. Und ich glaube, Story guckt man halt einmal und dann bei keinem anderen mehr. Deswegen, es wäre eigentlich schlauer gewesen, rein view-technisch. Was macht der denn da? Bring dich doch nicht selber um. Wenn ich gleich mit den Community-Leveln angefangen hätte. Aber fast schon, Leute. Ich bin im Reinen mit mir, dass ich hier die quasi Tutorial-Level gemacht habe. Ich finde das alles gut. Klar, ich hätte die auch ohne aufzunehmen machen können, aber passt schon. Ich habe jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass sehr viele gar nicht die Story so gemacht haben oder sehr durchgewascht sind, wenn überhaupt. Und viele dann doch eher auf die Community-Level sofort losgegangen sind. Macht auch eigentlich mehr Sinn. So, lass mich jetzt hier rein. Dankeschön. Hat sich ja fast wie so ein Splatoon-Typi angehört. Drei Level noch und wir sind fertig. Flucht aus der Wirbelwindhöhle. Und die krasseste Story ist sowieso mit Warsome Josh. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe früher mit dem ein paar Mal auf Twitch gestreamt. Das war halt so mein, also eigentlich, ja, für Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. Das haben wir beide damals gespeedrunnt, beziehungsweise er hat angefangen und hat mich dann gefragt, ob ich vielleicht auch Bock hätte. Und so kam ich dann zum Mario Kart 8 Speedrun. Ist jetzt ein bisschen eingerostet, leider. Hätte ich auch mal wieder mega Bock drauf, aber keine Ahnung. Aber das haben wir damals auf Twitch halt mal live gestreamt. Auch andere Spiele. So Smash und so ein Kram. Und das ist ein ganz cooler Dude. Und der streamt halt auch, wow, Super Mario Maker 2. Müssen wir hier irgendwas Spezielles machen? Nee, ne? Und die krasse Story ist eigentlich, dass German Let's Play, GLP, Manu Samuel L. Jackson irgendwie auf Josh Stream gekommen ist, weil ich glaube, der hat einfach ein Level von GLP gespielt. Hier müssen wir auf jeden Fall warten, bis dieses komische Ding weg ist. Und der auch. Und hat dann tatsächlich auch bei Josh, ich nenne ihn jetzt Josh, in den Stream reingeguckt und hat da auch mitgechattet und so, hat sogar, lol, die nehmen halt sogar mit, Subs gegiftet und sowas, richtig nett von ihm alles. Und der hat ihn einfach in einem Video von ihm erwähnt. Beziehungsweise so Stream-Ausschnitte gezeigt. Oh, hallo, kleine Bombe. Oh, okay, man kann die erst nehmen, wenn die so rot werden. Das wusste ich nicht. Das ist mega cool. Und dann hat er auch auf den Stream von Josh verlinkt. Und dann waren plötzlich über 200 Leute in Josh Stream. Und eigentlich sind bei Josh halt so wie bei mir immer nur so, ich bin schon oben, immer nur so 10 Leute oder so, was auch schon mega geil ist. Also 10 Leute finde ich mega krass, wenn 10 Leute permanent da sind. Da könnt ihr mir nichts erzählen, Leute. Das finde ich cool. Aber Josh ist halt sogar noch ein kleinerer YouTuber, Hashtag Streamer als ich. Und da fällt das dann natürlich ultra ins Gewicht. Wie ist hier jetzt der Plan? Ah, der soll die töten oder was? Okay, habe ich verstanden. Dann bin ich daran dran vorbeikomme und dann kann ich einfach vorbeilaufen. Ha, wusste ich nicht, dass das auch quasi als Gegner zählt, diese Wirbelstürme. Das ist ja super witzig. Okay, jetzt müssen wir das nur timen. Und kaputt machen, danke. Und jetzt kann ich einfach dran vorbei. Mega geil, okay. Ja, und von ihm, nur wegen der Erwähnung quasi, bei GLP, hat er jetzt einfach viermal so viele Follower und sowas bekommen bei Twitch und richtig viele Chihuahua und Subs und was weiß ich, alles mega cool. Ich freue mich richtig, dass Josh quasi so ein bisschen gepusht worden ist. Voll der Ehrenmann, dieser GLP. Ich meine, GLP hat über 3 Millionen Abonnenten, ja? Und der Josh, ja, ich glaube, bei YouTube hat er 600 oder so. Und bei Twitch so,
keine Ahnung, an die 300. Und wie gesagt, das ist einfach das Vierfache gegangen. Und das ist jetzt Stand, glaube ich, 3 Stunden, nachdem GLP das Video erst veröffentlicht hat. Also ultra krass jetzt, ohne Witz. Freut mich für die Josh auf jeden Fall. Könnt ihr auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der ist auch in meiner Liste auf YouTube, da auf der rechten Seite, Freunde des Rudels oder sowas, wie ich das genannt habe. Ich glaube, der macht jetzt auch inzwischen wieder Let's Plays. Der hat 1,5 Jahre, glaube ich, aufgehört mit Let's Plays machen und hat sich eher auf Twitch und halt private Karriere konzentriert mit Job und so. Oh. Aber ich glaube, der hat jetzt seit neuestem wieder Mario Odyssey zumindest angefangen. Also wenn ihr da Interesse habt auf Mario Odyssey, könnt ihr da ja mal reingucken. So. Der gefühlte Pilzchen! Mega cool. Ich habe auch mit dem GLP da wieder gechattet gehabt in seinem Chat, aber der hat mich leider nicht erkannt. Weiß nicht, die wenigsten von euch wissen das wahrscheinlich, aber ich war ja mal in Minecraft Desperado. Und da war GLP ja auch mit drin. Und so, aber er wusste wohl nicht mehr, wer ich bin. Ich habe ihn sogar mal... Oh, die kann man töten. Das ist ja sehr nett. Ich habe ihn sogar in so ein PvP-Event da mal besiegt. Aber er hat sich trotzdem meinen Namen nicht gemerkt. Oder genau deswegen. Vielleicht ignoriert er mich jetzt genau deswegen. Fand ich ein bisschen schade, aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, ey, GLP, kennst du mich doch? Ich war auch mal ein Desperado. Ich bin voll der Fanboy bei GLP, weiß ich nicht. Ach ja, deswegen ist das umso cooler mit Josh. So, okay, genug gefanboyt hier. Holen wir uns eine weitere Blümchen. Dankeschön, kleine Blümchen. Hui. Ich bin noch nicht so sicher, was ich von diesen Galaxie-Leveln halten soll. Die Gravitation ist ja jetzt so ultra strange, ne? Uiuiui. Okay, das noch. Nein, hier hätte ich die Blume behalten müssen. Ich meine, ja, komm. YOLO, Damage Boost für 10 Münzen. Ich glaube, das lohnt. Weil hier ist das sowieso das Ziel, naja. Guck, für 10 Münzen kann man sich ruhig mal Damage boosten. Hui. Wir brauchen die Münzen zwar nicht mehr, weil das Schloss schon fertig ist, aber egal. Nein, come on! Ein Level noch und dann wären wir fertig, aber nein, Toadette muss einfach entführt werden. Oh nein, die Bauleiterin! Mario, du musst sie retten! Oh, die Bauleiterin ist entführt worden! Oh weh, oh weh, oh weh! Es gibt ein Problem, Mario! Wir sind hier kurz vor einer Massenpanik! Vor allem ich! Lass mich mal ganz diskret das hier! Abrechnung mit Miausa! Es ist eine Katastrophe! Die Bauleiterin ist von Bowser entführt worden! Ohne sie werden wir das Schloss nie fertig bauen können! Was sollen wir nun tun? Du musst sie retten! Koste es, was es wolle! Schnell! Ich flehe dich an! Na gut, es sind ja nur 3 Sterne. Wieso entführt denn Bowser jetzt auch noch Toadette? Oh, für Bowsette. Jetzt macht alles Sinn. Er will eine Bowsette erschaffen. Damit er endlich mal eine sexy Königin hat, weil Peach einfach nicht sexy ist. Hui. Das frage ich mich sowieso. Warum heißt diese Peach, die aussieht wie Bowser, bitte Bowsette? Weil dieses Ed ist doch eigentlich aus Toadette, oder nicht? Oder heißt Peachette? Heißt Peach im Englischen Peachette? Ich glaube nicht. Das habe ich mir auf jeden Fall mein ganzes Leben schon gefragt. Guck mal, hier sind sogar diese komischen Yoshi-Gegner. Ich glaube, das ist aus Yoshi, dieser Typ hier. Aus irgendeinem Yoshi-Spiel. Damals, als die Yoshi-Spiele noch schwer waren. Nicht so wie heute mit Yoshi's Woody World und sowas. So, der geht, glaube ich, na! Oh, no. Du sagst es, Mario. Oh, no! So, hier ist jetzt aber schwierig. Eigentlich auch nicht. Wenn man die Dinger dann mal trifft, dann geht das. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Da ist wieder nur ein Pilz. Jetzt ist die Frage, müssen wir nach links oder nach rechts? Gehen wir mal nach links. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann der einen wehtun, wenn er einen trifft? Wahrscheinlich schon. Ich meine, er hat Hörner. Yo, jetzt kommt da einfach noch so ein Drache. Nee, das ist dasselbe. Die sehen aber cool designt aus. Das ist so ein Gelee-Drache einfach. Lol, das sind einfach mehrere. Okay, verstanden. Ich glaube, wenn man hier zu lange wartet, dann wird es auch immer schwieriger, weil der Drache einfach nervt. Oder halt mehr Drachen kommen. Ich wüsste es halt gerne. Okay, wahrscheinlich müssen wir... Wir müssen doch nach oben rechts. Da oben links war nur, dass man einen Pilz bekommt, glaube ich. Oh, da ist er, der Bowser. Wieso sieht der so geil aus? Wie so ein Furry. Lol, das ist Cat Bowser. Wie witzig ist das denn? Okay, wie komme ich jetzt an dir vorbei? Ich habe gar keinen Plan, Leute. Hüpfst du denn mal?
Es ist einfach Cat Bowser. Das ist ja super geil. Ich habe doch nie einen Cat Bowser gesehen. Okay, ohne Cat Suit kann ich hier leider auch nicht an die Wände ran. Und ich konnte ihn jetzt leider nicht besiegen. Warum ist hier eine Münze, hä? Ein One-Up. Ich komme leider auch nicht mehr zurück. Wie süß war der denn? Den möchte ich gar nicht besiegen. Cat Bowser ist ultra knuffig. Lol, ey. Warum gibt es einfach einen Cat Bowser? Den werde ich hundertprozentig auch in mein Level einbauen. Ein Cat Bowser. Aber Wetten, den muss man freischalten, damit man den verwenden kann. Oh. Stimmt, Freischaltungen. Ich wette mit euch, in der Story kann man auch noch neue Sachen freischalten für den Baumodus. Also frühestens... Oh Gott, da kommt ja Lava. Sorry, Koopa, ich brauche das mal und ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Aber ich nehme das einfach mal mit. Und anscheinend steigt halt die Lava. Das heißt, wenn wir einmal nach unten knallen, dann ist das nicht so geil. Aber ich will noch die 30 Münzen da oben. Jetzt mal ganz ohne Witz. Weil 30 Münzen sind schon ganz lecker. Sorry, aber ich will die 30 Münzen haben. Merci. Nein, 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 nein. Mario! Okay, also wenn ich die Münzen hole, dann sofort nach links. Sonst schaffe ich das nicht. So, also Münzen holen. Sofort nach links. Hochhüpfen. Oh Gott. Das ist alles richtig knapp hier. Okay, kein Plan, wie ich jetzt da hochkommen soll. Einfach drehen, ne? Ja. Die Lava ist halt super assig, wenn man sich die 30 Münzen holt. Jetzt darf ich, glaube ich, nichts mehr falsch machen. Ah, danke. Großer Bill. Vogel will ja auch gedacht. Jo, okay, ich springe einfach über dich rüber. Man kann mit dem Auto einfach woanders hinfahren. Aber ich glaube, oh, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Schade, okay, dann parken wir das da einmal. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal gegen Cat Bowser kämpfen. Wie sich das hier gerade anfühlt. Kriegen wir denn auch einen Cat Suit dann? Wieso kriegen wir keinen Cat Suit? Oh Mann. Katze gegen Katze. Hi, da bist du wieder. Es ist auch noch eine geflügelte Katze. Ich meine, ich könnte einfach an ihnen vorbeilaufen. So ist nicht. Okay, tschüss. Tschüss, Cat Bowser. Ich vernichte dich dann einmal, ne? Das ist so witzig, dass er einfach auch fliegen kann und so. Ich finde den richtig süß. Oh Gott. Okay, ich habe keinen Plan, wie ich an die 10 Münzen noch rankomme. Wir lassen die jetzt einfach mal kurz da. Weil ich kann mich hier nirgendwo festhalten. Weil ich halt keinen... Nein. Weil ich keinen Cat-Suit habe. Wie er da hinten die ganze... Hier kriegen wir einen Cat-Suit her. Tja, okay. Jetzt, komm her. Hier, nimm das. Oh nein, ich habe meinen Cat-Suit verloren. Ich krieg einen neuen. Cat-Suit. Cat-Suit-Attack. Ich glaube, wir müssen ihn sogar vernichten, ne? Komm her. Komm her, du Süßi. Ja, komm her, du süße kleine Franzi. Ja, hier, friss das. Lecker Schmecker. Ah, man kann hier auch auf die andere Seite. Aber er ist so süß. Er ist einfach so ein Tiger. Ohne Witz. Ich hätte richtig gern wieder eine Katze. Wie knuffig der ohne Witz ist. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht der Endboss einfach der süßeste Fratz aller Zeiten sein. Okay, geschafft. 50 Münzen. Alter, lohnt richtig. Bling. Okay, wie funktioniert das? Toadette, ich komme dir zur Rettung. Ich habe sie doch gerade schon gehört. Da, Toadette, befreie dich. You are saved. Wie sie sich mitfreut. Yeah! 10 von 10. Would dance again. Aber ich hätte viel lieber mit dem Bowser da gekämpft. Mit dem Jan Bowser. Bausen-Jan. Bausen-Jan. Jan. Beide in ihrem Catsuit. Whee! Yeah! Yeah! Oh yeah! Puh, endlich wieder frische Luft! Ich werde dir ewig dankbar sein, Mario! Aber viel wichtiger, das Buntglas müsste mittlerweile fertig sein. Zeit für die große Enthüllung! Oh ja, da bin ich gespannt, ob das jetzt wirklich Peach ist oder irgendwas anderes. Ja, das ist Peach. Okay, also das ganz normale Peach-Schloss. 100%! Woo, 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 woo! Yeah, 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 yeah! Party Part! Das neue Schloss ist fertig! Ich erschaudere fast vor dieser Pracht! Damit ist mir ein Platz in den Geschichtsbüchern so gut wie sicher. Aber genug von mir. Wir müssen schnell Prinzessin Peach holen. Guck, Peach habe ich gut gemacht, oder? Mann, Peach ist voll hässlich. Ich mag die nicht. Ich würde lieber
Bausenjan heiraten. Oh, was für ein wunderschönes Schloss. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit für euch alle. Oh, vielen Dank, Mario. Kein Problem. Küss ihn doch einfach mal richtig und nicht nur auf die Wange. Der rote Tod mit seinem Stachihut. Voll die Verschwendung. Feuerwerk bei Tageslicht. Bye bye. Spiel durchgespielt. Ende mit Mario Maker 2. Der Frosch, ey. Aber unten war doch noch was zum Wegradieren und so. Stehe ich nicht. Ah, der kleine Wuffi macht auch noch mit und resettet wieder alles. Ja, reset die Hundi. Juhu. Ja, yeah, do it, do it. Und so sind wir in der Endlosschleife gefangen. Kann ich irgendwas machen? Nee. In dem Stil sollten die mal irgendwas rausbringen. So geil, Alt-RPG-Stil. Aber dann auch, dass es wirklich ein RPG ist. Die Mario-RPGs, die gefallen mir nicht wirklich richtig gut. Na gut, das war's dann anscheinend mit der Story, obwohl da noch einige Level waren. Ich denke mal, man kann die auch noch bauen, auch noch spielen. Und vor allem, wir haben ja noch ein paar Sachen. Ich glaube, der Typ hat noch was für uns. Auf jeden Fall sein Shirt, vermute ich mal. Und in der Kanalisation war halt auch noch was. Da waren noch diese braunen Blöcke, die ich aber nicht wegbekommen habe. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe noch so 40 Level oder sowas in der Story. Aber Schloss ist jetzt halt schon fertig. Kann man das irgendwie überspringen? Einmal nicht. Müssen wir nochmal 2 Minuten warten. Es ist das Schloss. Und Luigi ist auch... Ist das Luigi? Weil er was Grünes anhat? Der sieht genauso aus wie Mario jetzt, ohne Witz. Dankeschön. Bitteschön. Danke für die Story. Und wir haben den Baumeisterhelm. Guck, allein dafür hat sich das gelohnt. Nicht wirklich. Der ist super hässlich. Kriegen wir noch mehr? Den Baumeisteranzug haben wir auch. Okay, der Superhammer ist schon geil. Neues Element zum Bauen. Guck, man kriegt hier doch Sachen. Zumindest ein Superhammer. Ich glaube, den hat nicht jeder. Gratulation zur Fertigstellung des Schlosses. Aber selbst wenn du im Abenteuermodus schon alle Level kennst, im Super Mario Maker 2 kannst du deine eigenen Level bauen. Wow, ist das etwa der Verkaufsgrund für Mario Maker 2? Ich weiß ja nicht, ist das... Ja. Also, worauf wartest du? Setze deine Ideen um und lasse deiner kreativen Energie freien Lauf. Okay, was willst du jetzt noch? Auch die längsten Bauarbeiten gehen einmal zu Ende. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Das war das erste Mal, dass ich Bowser aus der Nähe gesehen habe. Wenn er so etwas noch einmal macht, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Nicht wahr, Mario? Für 1000 Münzen könnten wir noch mal etwas Feines bauen, wie wär's? Ja, 1000 habe ich gerade noch. Bin ich gespannt, was sie noch bauen will. Alles klar, dann leg ich mal los. Ein zweites Schloss. Nee, einfach irgendwas, oder was? Tada, und fertig. Ich habe noch viele weitere Ideen. Okay, also da, man kann die restlichen Level noch machen und dann wird hier die Welt immer größer und toller. Aber die muss man nicht mal mehr freischalten hier. Okay, verstanden. 1, 2, 3. Uff. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Münzen. Und hier ist aber auch noch was. Da ist auch noch so ein rotes Ding im Boden. Hä, man kann hier, glaube ich, noch einiges zumindest machen. Man hat hier unten halt auch noch so diese braunen Steine zum Beispiel. Die noch irgendwie weg müssen. Oh, jetzt habe ich den Superhammer. Auch hier. Oh, mega nice. Und das hier ist dann dieses rote Ding von oben. Das ist ein Roboter. Los, mach irgendwas. Piep, piep, piep. System wird neu gestartet. Ein Speicherbot. What are you? Piep. Hi. Bist du den Lippen aufgespritzt, hä? Bibop, piep! System wird neu gestartet. Bibop, piep, 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 piep! Neustart abgeschlossen. Bibop, piep, 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 piep! Barterkennung läuft. Bibop, Bart erkannt. Bibop, piep! Du bist Mario, korrekt? Jupp. Oh, piep, 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 Anmeldung bestätigt.
Ich bin ein Roboter, der Videos abspielt. Welches Video möchtest du ansehen? Intro, Ende, Stuff Credits, gar nix. Will ich alles nicht sehen. Auf Wiedersehen. Toll, das ist super unnötig. Geh wieder zurück in deinen Boden. Ich will doch nicht die drei Videos hier ansehen. Oh, okay, das hat ja gar nicht gelohnt. Ja, wir haben ja jetzt noch so viele Aufträge. Mega viele, also so 40 Stück oder sowas sind auf jeden Fall noch da. Und er meinte eben, wir haben hier auch noch einen von Peach. Auf geht's, Baumeister Mario. 2 Sterne für ein Outfit, das machen wir auf jeden Fall nochmal, oder? Lieber Mario, der Keller ist so voller Blöcke, dass man gar nicht durchkommt. Es wird Zeit, dass dort mal jemand mit deinem Superhammer aufräumt. So, da haben wir den Baumeisterhammer. Jetzt nennen wir Baumeister Mario. Okay, also man kann damit alles kaputt machen und man kann auch irgendwie... Was hat sie gesagt? Wie kann man... Man kann irgendwie Sachen bauen. Ich weiß gerade nicht wie. Ah. Cool, man kann seine eigenen Sachen bauen. Nach oben drücken. Cool, ja, finde ich gut. Kann man seine eigenen Blöcke bauen. Ist ja mega gut. Hat das schon mal jemand gesehen in einem Online-Level? Ich glaube, mir ist das bisher noch nicht aufgefallen. Ich habe schon einigen zugeguckt. Wie soll man jetzt da hochkommen? Kann man den auch in der Luft aktivieren? Oh ja, kann man tatsächlich. Ja, lass mich durch, ich will die 10 Münzen haben. Hey, ist ja mega witzig. Vor allem, dass man auch als Baumeister Mario hier spielt. Zack, durch da. Okay, die kann man auch damit kaputt machen, diese Swamps. Geh weg. Hey, okay, der gefällt mir richtig gut. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wir lassen keine Feinde rein. Wir haben Pflanzen, die schlafen hier nur und wir machen sie kaputt mit unserem Hammer. Geh weg, du Pflanzi. Keiner mag dich. Okay, wieder bauen. Aber schon krass OP, wenn man davon so viele bauen kann, oder? Damit kann man, glaube ich, Level mega krass kaputt machen. So, hier ist auch klar, was wir machen müssen. Oh. Eventuell nicht das Ding mitnehmen. Oh. Nein, ich brauche einen Baumeisterhammer. Oh Gott, wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich das alles nochmal machen. So. Okay, aber man kann anscheinend höchstens 5 dieser Blöcke haben. Ansonsten verschwinden die alten Blöcke wieder. Okay. So, ich glaube, ich packe mir einen nochmal ganz an die Seite. Falls ich hier gleich wieder runterstürze. Haben die Ameisen ein... Was? Okay, okay, die schubsen einen weg. Die kann man noch nicht kaputt machen mit dem Hammer. Kann man die denn vielleicht irgendwie einsperren? Guck mal, dann laufen die anders. Ich glaube, das ist sogar der Plan hier, dass man damit agiert. Ja, lauft einfach mal in euer Verderben, das passt schon. Da oben werde ich trotzdem gerne nochmal hin. Sehr schön. Okay, so kann man sich alles bauen und auch alles kaputt machen. Wird wahrscheinlich voll der Gamebreaker sein im Online-Level. Und deswegen hat man den da bisher auch noch nie gesehen. Vermute ich einfach mal. Aber kann man bestimmt auch ganz coole Sachen mitmachen. So, und was kriegen wir jetzt für ein Outfit? Vielleicht das Peach-Outfit? Ja, wer hat's gedacht. Jetzt sogar noch ein Outfit für uns. Ah, eigentlich muss ich das machen. Erreiche das Ziel mit allen 10 Toads. Die Outfits sind halt geil. Jetzt wird diese Folge, glaube ich, länger als die anderen, aber passt schon. Ist ja die letzte Folge von der Story. Es sei denn, ihr wollt tatsächlich noch die anderen Level da sehen. Die ich da jetzt nicht gemacht habe. Aber an sich ist die Story ja jetzt vorbei. Man kann sich die anderen Level natürlich noch alle angucken. Hallo, ihr 10 Toads. Ich dachte, ihr werdet schwerer zu finden. Aber ganz offensichtlich, ja, nicht. Okay, lol. Ha, nein, wieso gehe ich denn nach oben lang? Das war nicht die schlauste Entscheidung meines Lebens. Okay, diesmal gehen wir auf jeden Fall unten lang. Alle rüberhüpfen, nein! Okay, wenn man so viele hat, dann sterben die natürlich auch super schnell. Weil die einfach so einen Rattenschwanz hinter ein Herz ziehen. Ups. Nein, kleine Toads! Okay, das kann vielleicht doch ein bisschen schwerer sein als gedacht. Sieht man sich ja wie bei Snake hier. Okay, lass uns einfach alles töten, dann wird doch nichts getroffen. Oh, alle kurz warten. Hüpft hier nicht so rum. Alle zusammenbleiben, ja? Na, hallo, kleine Toads. Alle zusammenbleiben, habe ich gesagt. Was haben wir da? Ein Pilzchen. Wollen wir nicht, sonst trifft uns das Kackding da oben noch. Verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. Was haben wir hier? Noch ein Pilz, brauchen wir auch nicht. Okay. Der ist ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Aber passt schon. Kommt, kleine Toads, wir laufen. Alle zusammenbleiben. Alle bitte zusammenbleiben. Bitte einmal durchzählen. Wie viele sind wir noch? 1, 2, 3. Oh, nur noch 9. Okay, jetzt sind wir wieder 10. Oh, ihr kleinen blöden. Nein, wenn man einmal einen verliert, dann wird das, glaube ich, richtig scheiße, die alle einzusammeln. Nein, wir brauchen vor allem alle. Kommt wieder her jetzt! Leute, das geht so nicht. Leute, ich habe euch gesagt, alle zusammenbleiben. Jeder fässt sich. Jeder nimmt einen an die Hand. Einer links, einer rechts, einer in die linke Hand, einer in die rechte Hand. Und dann gehen wir nach Hause, habe ich gesagt. Leute. Leute, so geht das nicht. Wenn ihr mir nicht zuhört, dann kommen wir auch nicht ins Ziel. So. Gustav, Fred, Manuel, Aprikose, Zitrone, Kiwi, Ananas, Apfel, Banane und Orange. Kommt jetzt alle mit. Ihr haltet euch an den Händen und keiner darf verloren gehen. Habt ihr das verstanden? Keiner darf verloren oder getroffen werden. Ha, Orange und Banane. Wieso? Hört ihr nicht auf mich? Orange, Banane, Aprikose, Kiwi. Wieso hört ihr alle nicht auf mich? Ich bin der schlechteste Toad-Beschützer aller Zeiten. So, jetzt kommt alle mit. Hab keine Lust mehr auf euer Kindergarten hier mit euch. Jetzt kommt gefälligst alle mit, ohne zu sterben. Ja, danke, Gustav und Fred, dass ihr mich klein gemacht habt. Oh mein Gott. Das ist so nervig, wenn einmal einer getroffen wird. Du kriegst sie ja nie wieder. Okay. Ja, ich bin... Leute, hat mich nicht getroffen! Noob, 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 du hast mich nicht getroffen, du bist so ein Bonobo. Kommt, Gerald, mit! Er hat uns nicht getroffen, alles cool, alles cool. Okay, die schnell töten, bevor sie nach oben gehen und werfen. Wir warten, bis er nach links geht, dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Nein, ihr kommt mit, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert. Pilz ist auch sehr schön. Wir können halt nicht töten da oben, das ist eine doofe Sache. Ich weiß nicht, ob ich die 10 Münzen haben will. Moment, Moment, da kommt ein Feuerball. Feuerbälle von oben. Ihr wisst, wie wir das gelernt haben. Wenn Feuerbälle kommen, duck dich und sei brav und geh ins Ziel. Oh yeah. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt die Krone von Peach. Ja, die Peach-Perücke. Hab ich mir fast gedacht. Kann man dann doch noch irgendwie Haar freischalten oder sowas? Nee. Gut, dann haben wir hier offiziell alles erledigt. Und ihr müsst mir dann halt mal schreiben, ob ihr hier die... Wie viele Level haben wir da geschafft? 60 Stück. Ob ihr die restlichen 40 Level in der Story noch sehen wollt. Ansonsten wird jetzt halt parallel, wo ich das hier zu Ende habe, auch Community Level wahrscheinlich dann kommen, dass halt jeden Tag 2 Mario Maker Level am Tag kommen. Ist vielleicht ein bisschen Overkill für meinen Kanal, aber wird schon. Shelter 2 kommt, wie gesagt, auch bald. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Story und diesem Video. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.